Ich weiß nicht, was vom vorigen Part fehlt. Die Aufnahme hat im Bossfight nicht mehr geklappt. Von den Skills her. Nee, das Leveln war da. Hier war einfach nur eine Tür noch zu öffnen. Oh, und der Dialog fehlt. Okay. Zu dem Dialog vor der, also bevor es zum Bosskampf kam. Sie wollte die Leute unsterblich machen, indem sie ihnen eine Urne auf den Kopf setzt, um ja, den Tod zu überlisten. Wir haben anscheinend denselben Auftraggeber, die Oma und ich. Und ja, sie wollte die Leute oder ihre Familie unsterblich machen. War noch was Wichtiges? Erwähnte, glaube ich, den ersten Schnitter noch. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Ableben einer Frau zu betrauern, die unter vielen Namen bekannt war. Die Urnenhexe. Die Ziegelzauberin. Die Steingutschrolle. Die Keramikkanaille. Und nicht zuletzt Oma. Getrieben von ihrem Mutterinstinkt und verzehrt von ihren Bemühungen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Ihr Leben war erfüllt von Leidenschaft für Magie, Wiederbelebung, Zaubertränke und Töpferwaren. Ihre Reise ist nun beendet und sie hat ihren Frieden gefunden. Senkt das Haupt in Gedenken, erweist ihr die letzte Ehre. Ihre Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Schätze, ich werde diesen Topf als Kopf niemals loswerden und doch hoffe ich, sie findet Frieden nach dem Tod. Endlich ist sie wieder vereint mit Opa.
Hab wohl zu viel an Pott gedacht. Sie ist gestorben, wie sie gelebt hat, mit einem Tiegel auf den Kopf. Damit haben wir die Riesenseele der Urnenhexe. Das ist ein anderer Ort. Der Lord der Türen. Na sowas, eine Krähe. Guten Tag. Was hat dich denn hierher verschlagen? Na, wozu herrsche ich eigentlich über alle Türen in der Welt, wenn meine Diener ständig vergessen, sie abzuschließen? Also, warum bist du hier? Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren keiner Krähe mehr begegnet. Ihr habt ja immer noch diese Schnäbel. Steht dir gut? Ich spüre, dass sich eine riesige Menge Seelenenergie umgibt, kleine Krähe. Wie seltsam, das kommt mir merkwürdig bekannt vor. Ach so, du bist deshalb gekommen. Du möchtest gerne eine Belohnung haben. Oh, das hast du fein gemacht, Küken. Bravo. Ich mag den Lord. Jetzt ein braves Vögelchen und gib sie in deiner Seelenkammer ab. Du brauchst mir die Seele nicht direkt zu bringen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und tschüss. Was machst du denn hier? Hast du dein Auftragsziel schon gefunden? Warte mal, du hast eine Riesenseele. Ach, aber es ist die falsche. Das kann ich so nicht verbuchen. Wie hast du das denn geschafft? Na egal, geh wieder raus und hol mir die Seele, die dir zugewiesen wurde. Eile. Kann schneller ausweichen, die Wartezeit wird verkürzt. Ich glaube, wir maxen erstmal Magie. Und ich möchte noch kurz eine Sache testen hier. Man braucht nämlich 10 solcher Gefolgsleute. Wir haben 8, 9, witzig die Dinge.
Oh, theoretisch kommen nach dem Bossfight nochmal welche. Dann könnte man 10 haben. Ansonsten ist die Chance wahrscheinlich vertan. Aber gut, der Boss ist ja am Anfang des Spiels. Und dementsprechend. Das würde ein Achievement geben. Kann man sich das auch schnell nachholen, indem man nochmal den Bossfight macht. Also halb so schlimm. Suchen wir die anderen zwei Hauptbosse, dass erstmal alle Fähigkeiten freigeschalten werden. Aber es ist sehr schön gemacht, das Spiel. Oh oh. Gut, man darf nicht berühren.
Mir gefallen diese Gegner nicht. Oh, hier gibt's noch weitere Rätsel. Meine Leertaste. Das Relikt holen wir uns trotzdem noch. Alte Kompass. Manchmal zuckt er und dreht sich wie aus eigenem Antrieb. Er ist offensichtlich sehr, sehr alt. Vielleicht ist der ihm innewohnende Magnetismus mit der Zeit immer schwächer geworden.